Okay, wir rechnen noch ein paar mehr Beispielübungen zur Multiplikation von zwei- und dreistelligen Zahlen. Fangen wir direkt mal an und zwar mit der 200. Oh, schon verschrieben. Ich will ja eigentlich die Zahlen, die der Sal Khan immer genommen hat, übernehmen. Also 200, was wollte ich? 35 mal 47. So, und altbewährte Methode, zuerst ganz rechts die Einerstelle, also 7 mal 235 rechnen wir zuerst. 7 mal 5 ist 35, schreibe ich die 5 hier hin und die 3 merke ich mir in diesem kleinen Übertrag. 7 mal 3 ist 21, plus 3 ist 24, ich könnte die 3 jetzt auch löschen. 7 mal 2 ist 14, plus 2 ist 16. So, dann habe ich meine erstes Teilprodukt. 7 mal 235 ist 1645. Und jetzt rechne ich noch 4 mal 235, also zuerst 4 mal 5 und schreibe das dann direkt unter die 4. 4 mal 5 ist 20, also schreibe ich die 0 von der 20 hier hin, merkt mir. In diesem Übertrag die 2. 4 mal 3 ist 12, plus 2 ist 14. Und 4 mal 2 ist 8, plus 1 ist 9. Und dann kann ich schon alles zusammenzählen. Großen Strich drunter und vielleicht noch ein Plus davor, wenn wir wollen. Also in dieser ersten einer Spalte 5 und nichts ist 5. Und 4 plus 0 ist 4 und 6 plus 4 ist 10. 1 gemerkt. Und 1 plus 9 plus 1 ist 11. Könnte ich auch 1 merken oder direkt die 11 hier hinschreiben, weil sonst da nichts mehr steht. Also Ergebnis ist 11.045. Gehen wir gleich zur nächsten Aufgabe. Und zwar nehmen wir hier die 873 mal 98. So, geht genauso weiter und ich denke, in der Zwischenzeit weißt du schon genau, wie die Aufgaben zu rechnen sind, aber es ist immer gut, wenn man noch ein paar mehr Beispiele hat. Also 8 mal 3, wieder von rechts los. 8 mal 3 ist 24, also 4, 2 gemerkt. Heute, also in dieser Aufgabe werde ich jetzt mal mit Löschen von den Überträgen arbeiten. Nur, dass du siehst, dass das genauso gut geht. Also 24 und dann 8 mal 7 ist 56 plus 2 ist 58. Also 58, die 2 kann ich rausstreichen. 58. 8 mal 8 ist, was haben wir? 8 mal 8 ist 64 plus 5 ist 69 und kann ich hier meine 69 hinschreiben. Die 5 streiche ich durch. So, sieht nicht so toll aus, Entschuldigung dafür, aber zum Rechnen funktioniert es, denke ich, immer noch ganz gut. Ich wechsle mal die Farbe, dann kommen wir hier auch nicht durcheinander. Ne, machen wir mit Rot weiter. 9 mal 3 ist 27. Und 9 mal 7 ist 63, plus 2 ist 65, die 2 braucht man nicht mehr. 9 mal 8 ist 72, plus 6 ist 78 und die 6 brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Und schon sind wir soweit und können zusammenzählen. Und jetzt fällt uns das mit den Überträgen oder dem 1 gemerkt beim Zusammenzählen auch ein bisschen leichter, weil wir die anderen einfach ausradiert oder durchgestrichen haben. Also 4 plus nichts ist 4, 8 plus 7 ist 15, 1 gemerkt, 9 plus 5 plus 1 ist 15, 1 gemerkt und 6 plus 8 plus 1 ist auch 15. Immer wieder 15, wow. Und 1 gemerkt, 7 plus 1 ist 8. So, also unser Ergebnis ist 85.554. Okay, eine letzte Aufgabe wollen wir noch rechnen, und zwar, ich scroll mal ein bisschen hoch. Jetzt nehmen wir mal zwei dreistellige Aufgaben. 200, nicht Aufgaben, Entschuldigung.
zwei dreistellige Zahlen. 234 mal 643. So, wieder altbewährte Methode. 3 mal 4 ist 12. Diese 1 im Übertrag. Die kannst du dir übrigens auch merken. Du musst es gar nicht hinschreiben, wenn dir das zu unsauber ist. Aber es ist sicherer, wenn du es aufschreibst, dann geht dir nicht aus Versehen was verloren. 3 mal 3 ist 9 plus 1 ist 10. 3 mal 2 ist 6 plus 1 ist 7. So hätten wir schon das erste Teilprodukt erledigt. 4 mal 4 ist 16. 16. 4 mal 3 ist 12 plus 1 ist 13. 4 mal 2 ist 8 plus 1 ist 9. So, das wäre das zweite Teilprodukt. Und jetzt noch 6 mal 234, also 6 mal 4. Was ist denn 6 mal 4? Ist 24. 24. 6 mal 3 ist 18 plus 2 ist 20. 6 mal 2 ist 12 plus 2 ist 14. So. Und alles zusammengezählt. Wie gesagt, die Überträge jetzt einfach ignorieren. 2 plus nichts ist 2. 0 plus 6 plus nichts ist 6. 7 plus 3 ist 10. Plus 4 ist 14. 1 gemerkt. 9 plus 0 plus 1 ist 10. 1 gemerkt. Und 4 plus 1 ist 5. Und die 1 können wir einfach nach unten ziehen. Ist unser Ergebnis 150.462. Ich hoffe, das macht jetzt für dich viel Sinn mit diesen ganzen Beispielaufgaben. Nimm dir einfach x-beliebige dreistellige oder vielleicht willst du auch mal vierstellige Zahlen probieren und benutze immer die gleiche Technik und Methode. Rechne von rechts aus los. Schreib dir ruhig die Überträge auf, dass du nicht durcheinander wirst und danach einfach alle Teilprodukte zusammenzählen und schon hast du dein richtiges Ergebnis. Viel Spaß dabei. Tschüss.